nochmal, mein Name ist Janis Gerbelmeier und ich bin Pressesprecher der Polizeiinspektion Osnabrück. Ich würde Sie jetzt gerne auf den aktuellen Stand bringen, den wir haben zu einem Großeinsatz, der seit heute etwa 11 Uhr bei uns im Sonnenhügel, im Stadtteil Sonnenhügel in der Knollstraße läuft. Und zwar haben uns mehrere Meldungen erreicht von der Schule, Oberschule in der Knollstraße über eine verdächtige Person. Wir haben tatsächlich zahlreich ganz, ganz viele Kräfte hier ranführen können, haben das Gebiet hier weiträumig abgesperrt. Es sind mehrere Straßen gesperrt. Wir sind mit Unterstützungskräften vor Ort. Es sind auch Spezialeinheiten da. Das Wichtigste ist, und das möchte ich an dieser Stelle ausdrücklich sagen, dass bislang keine Personen verletzt wurden. Wir haben derzeit keine Opferzahlen. Das heißt, weder Lehrpersonal noch Schüler, die im Übrigen auch aktuell betreut werden durch Polizeikräfte, durch Fachkräfte. Es ist eine Betreuungsstelle an der Lerchenstraße, an der Sparkasse eingerichtet für die Eltern der Kinder. Wir haben Fachpersonal hier vor Ort und derzeit ist niemand verletzt worden. Wir sind jetzt hier, Sie hören es, mit einem Hubschrauber, mit zahlreichen Kräften vor Ort und versuchen die Lage jetzt erstmal zu eruieren. Ja? Vorweg, Sie bekommen von mir zu einem späteren Zeitpunkt nähere Informationen. Vorab erstmal vielen Dank. Dritte Person vor Ort noch vielleicht? Eine Sache,